Hey Leute, der L zurück zu einer neuen Folge Murdered Soul Suspect und wir haben ein neues Ziel. Dem gehe ich auch gleich mal nach. Gucken, ob ich hier durch. Jo, geht. Ja. Bisschen vorsichtig, ja, wieder Nachladeruckler. Nicht schön. Am Kahn komme ich nicht vorbei. Durch die Autos geht's schon. Das macht mir immer noch fertig. Aber da geht's nicht weiter. Aber hier kommen wir locker durch. Ich hoffe mal immer noch, dass ich da irgendwie beim Friedhof eine Quest erfüllen kann. Also nicht jetzt hier die Main Quest. Das ist ja, läuft ja automatisch. Was ist denn das jetzt? Ich glaub's einfach nicht. Bist du jetzt glücklich, du Arsch? Ist das das, was du wolltest? Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay. Ich seh's mir an. Okay, jetzt sind wir wieder in eine Nebenquest geschlittert. Das heißt, wir müssen wieder mal irgendwie Beweise finden. Ich hoffe, das sind die beiden jetzt hier gleich. Mal gucken. Probieren wir es mal gleich mal aus. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Ne? Versuchen wir das andere Bild bei ihr auch mal nochmal. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Okay, dann haben wir das. Das war denn jetzt was relativ Kurzes. Teilen wir ihr das doch glatt mit. Ach. Klappt das wieder nicht so richtig? Kann ich mit ihr sprechen? Ah, hallo. Kann ich das nicht. So. Dann machen wir halt die andere Konstellation. So. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Okay. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Ja, kein Problem, ne, Mädel? Nehmen wir ab nach oben.
Ja, haben eine kleine Questchen mitgehabt. Und... Achso, da sollen wir hin. Ich habe gedacht, wir können hier vielleicht jetzt endlich was machen. Der lässt sie immer noch nicht anquatschen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber kommt vielleicht noch. Dann gehen wir halt mal auf den Friedhof. Bin ich auch mal gespannt. Betreten. Dabei war das Tor doch eh offen. Hab das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Hoffentlich keine Dämonen, morgen nicht. Ich habe nämlich nichts, wo ich mich verstecken kann, so wie es aussieht. Also keine Seelenreste. Buh. Klasse. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Übrigens sehen die Laternen aus wie aus Narnia. Aber ich will mich hier denn erstmal umgucken. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Gott, der ist ja riesig, der Friedhof. Oder war das jetzt nur so vorgedöns? Da will ich nicht hingehen. Okay, es geht nicht. Gut. Naja, denn. Lass mal gucken, ob ich hier nichts Rotes sehe. Das ist schön, dass ich hier nichts Rotes sehe. Aber da sehe ich gleich noch was. Lässt sich gerade irgendwie nicht an, wie sie jetzt hat. Bedeutung, die Tod betrogen. Es geht um sein Tattoo. Ach, wir haben schon ein paar Sachen komplett. Das ist ja nice. Das Blöde ist bloß immer, ich weiß nicht so recht, wo ich die Sachen finde. Ja, das wissen wir auch schon. Das klicke ich bloß mal an, dass es weg ist. Sorry, dass ich das jetzt gerade on-cam mache. Hat doch schon einiges zusammen. Also ich weiß nicht, so richtig lang scheint das Spiel dann nie mehr zu gehen. Da fehlt noch einer. Da sind halt noch 10 komplett offen. Da fehlen noch 2 über dem Autounfall-Dings. Aber das haben wir ja trotzdem gelöst, also kommt da wahrscheinlich nichts mehr dazu. Wo ist denn jetzt das? Hä? Wo ist denn jetzt die neue? Unternehmenfälle vielleicht? Na da. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmannes fragen. Ich weiß, es sagt den Tod betrogen, aber ich wusste nicht, wie er es getan hat oder warum. Hä? Dann zeigte er mir seine Marke, so eine Stichwunde zwischen den Rippen. Narbe, nicht Marke. So eine Stichwunde zwischen den Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist und es hielt ihn nicht davon ab, wiederzustehlen. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das so? Okay, lange noch rumgesucht danach. Da hinten scheint mir noch irgendwas zu sein. Können wir durchs Wasser? Nein, können wir nicht. Ist kein wasserfester Geist. Hier drüben vielleicht noch irgendwas? Nope. Nicht. Na, dann gehen wir mal über die Brücke.
Okay. Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Sieh zu. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Okay, dann hat das miteinander scheinbar sogar was zu tun. Ich habe da an dem Baum auch schon so einen gelben... Überlass das mir. ...gelbes Band gesehen, das ein bisschen aussah wie von der Polizei. Wobei, das gibt's auch als Schutz gegen Insekten. Na, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer um hier. Das hatte ich gemeint, da dieses gelbe Band am Baum. Ah, das hat sogar was zu bedeuten. Hallo. Danke. Tatortbegrenzung. Oh, Leute, ich muss mal kurz ausmachen. So, wieder da. Kleine Unterbrechung bloß. Sehen wir uns weiter hier um. Wie viele Hinweise suchen wir eigentlich? Noch 7. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ah. Schauen wir uns noch weiter um. Halt. Das ist der Geist dazu. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Mhm. Was haben wir hier? So komme ich nicht raus, oder? Doch, geht auch. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eine extra Öffnung gewesen. Okay, Leute, ich sehe aber gerade auf die Zeit. Den Rest des Falls kriegen wir denn im nächsten Part raus, hoffe ich. Zumindest gehen die Ermittlungen dahin dann weiter. Ist auch an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.